Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Parkbauprojekt Mountains of Takanjo. Beim letzten Mal haben wir den Todessumpf für unseren ersten Hybriden gebaut. Und dieser hat auch einen tollen Namensvorschlag von euch in den Kommentaren bekommen. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Folge Mountains of Takanjo. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. Allerdings gehen wir noch nicht, wie es eigentlich geplant war, nach hier oben. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt erstmal hier in diese tolle Bucht, welche ja wirklich ein Highlight von der Karte ist. Allein schon, dass man hier dieses ganze Wasserplätschern hat hier unten und auch hier oben und dann dieses Fließgewässer. Das ist ja wirklich was Besonderes, weil das kann man ja so selber gar nicht bauen. Und hier ist auch nochmal so ein ganz kleines Gewässer, was runterfließt. Sieht schon sehr cool aus. Allerdings müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu nah rangehen. Ihr seht, wenn ich da näher rangehe, sieht das Ganze nicht mehr ganz so schön aus. Aber ich kann da auch gar nicht ganz rangehen, weil, das ist auch noch ein kleines Problem, hier ist der Rand der Karte. Das heißt, wenn wir jetzt hier oben was bauen, haben wir wirklich nur diesen Bereich, den wir aktiv nutzen können für ein Gehege. Aber das sollte, denke ich mal, reichen. Also das kriegen wir, glaube ich, hin, dass das ganz cool aussehen wird. Und das Coole ist auch, dass das Ganze natürlich hier unten endet, in unserer Mosasaurus-Bucht. Wird dann nachher, glaube ich, richtig cool aussehen. Aber bevor wir jetzt anfangen, muss ich, glaube ich, erstmal so ein bisschen hier die Gegend wieder von Bäumen befreien. Zumindest an den Stellen, wo ich dann was bauen möchte. Weil allzu viel hier unterbringen werde ich, glaube ich, gar nicht können an Gebäuden. Weil es halt sehr bergig ist. Und ich natürlich auch nicht das Gewässer zu sehr entfernen möchte. Hier werden dann wahrscheinlich eher nur so ein paar Aussichtstürme oder sowas hinkommen, die dann auf das Gehege blicken lassen. Und vielleicht noch hier rechts das ein oder andere Gebäude. Wir werden dann ja auch hier noch mega viel Platz haben für Besucheranlagen wie Restaurants und ja, ein Hotel haben wir ja sogar schon und so weiter. Also es gibt ja einiges, was die Besucher noch brauchen. Das können wir dann aber lieber auf so freien Flächen machen. So, das sollte, glaube ich, jetzt auch erstmal reichen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich hier das Wasser entferne. Ich glaube, das funktioniert soweit gar nicht. Mal austesten. So ein bisschen geht's. Aber hier endet das dann einfach, ne? Ja, hier ist dann einfach ein Strich. Das heißt, da müssen wir dann aufpassen. Wäre natürlich für uns praktischer, wenn das Wasser ein bisschen größer wäre. Dann könnten wir das noch mehr verformen. Aber so ein bisschen anpassen können wir das, glaube ich, noch. Schauen wir dann mal. Ich möchte aber auf dieser Seite gerne noch so eine Galerie haben, sowas, dass man hier nochmal runterschauen kann. Ich glaube, von hier wäre ganz cool, aus dieser Blickrichtung. Weiß nicht, wie die Höhe jetzt ist, die ist, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Können wir das dann anpassen? Könnte ganz cool aussehen. Wir müssen aber auch hier gerade am Rand aufpassen, weil da kann man sich dann schnell Sachen kaputt machen, wenn man da zu nah rangeht. Deswegen werde ich gleich nochmal speichern, bevor ich da irgendwie Einarbeiten mache. Weil teilweise ist es dann auch so, dass man das nicht wieder reparieren kann. Vielleicht werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, was ich damit meine. Jetzt halt deswegen erstmal dann noch gar nicht hin. Das sieht aber schon mal sehr cool aus. Weil wenn man dann von hier guckt, sieht man die sogar noch. Gefällt mir, ja. Da müssen wir dann natürlich den Weg hier auch noch so ein bisschen entlang machen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier oben noch was drauf machen. Das könnte auch cool aussehen. Was haben wir denn da noch zur Auswahl? Ich weiß es gar nicht. Ja, eigentlich nur so Türme. Vielleicht hier nochmal einen Turm hin? Ich glaube, das wäre mega cool. So würde gehen. Oh, der hat sogar gar nicht so viel verformt. Finde ich nicht schlecht. Und auf dieser Seite wäre es natürlich auch cool. Da mache ich, glaube ich, dann auch nochmal zwei Türme hin. Auf zwei unterschiedlichen Höhen. Vielleicht hier ein bisschen niedriger gehen. So auf diese Höhe.
Hoffen wir mal, dass das klappt mit dem Platzieren. Oh, das sieht gut aus. Zumindest hier in dieser Seite. So. Ich weiß nicht, ob der Winkel mir schon so gut gefällt. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen nach rechts drehen. Dass er so ein bisschen mehr in die Mitte des Geheges schaut oder blicken lässt. So ist das schon besser. Und vielleicht hier oben noch was drauf. So habe ich das, glaube ich, auch gemacht, als ich diese Bucht mal als Test bebaut hatte. Als die ganzen neuen Mods rausgekommen sind. Oder relativ ähnlich zumindest. Ich glaube, ich gehe hier noch ein bisschen runter, dass der Höhenunterschied nicht ganz so enorm ist. Ich hoffe jetzt mal, dass das hier auch klappt. Oh ja. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, das gefällt mir. Dann haben wir hier vier Sachen, von denen man aus darauf blicken kann. Das ist doch cool. Alles auf vier verschiedenen Höhen. Es wird natürlich jetzt mit dem Glätten und Wegen und sowas schwer. Aber genau das macht ja am meisten Spaß. Und das sieht dann natürlich auch richtig cool aus. Hier machen wir natürlich jetzt erstmal die Klippe wieder ein bisschen steiler. Oh, hier dürfen wir es nicht machen. Hier seht ihr, wie das Wasser endet. Das heißt, hier muss noch ein bisschen Land dann bleiben. Hier geht sogar noch ein Stück. Weil je mehr Wasser wir haben, desto besser ist es natürlich dann später. Dann wird das Gehege größer und dann hat das Lebewesen, was da reinkommen wird, mehr Platz. Natürlich wieder sehr, sehr gut ist. Aber das funktioniert ja schon mal 1A hier bis jetzt. Auch hier am Rand. Oh, das ist jetzt genau das, was ich meine. Das wollte ich euch gerade zeigen. Also wenn man am Rand arbeitet, dann kriegt man da ganz schnell solche irreparablen, hat das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Sachen, die man nicht wieder heile machen kann, hier rein so Lücken. Deshalb meinte ich, immer schön speichern, wenn ihr so an Rändern arbeitet. Und deswegen muss ich jetzt auch nochmal neu laden, weil diese Lücke, die kann ich da leider nicht lassen. Das heißt, den Rand lasse ich jetzt erstmal weg. Das machen wir dann ganz am Ende, wenn wir soweit sind. Wir müssen uns jetzt erstmal überlegen, wie wir das hier mit der Wegverbindung machen. Weil eigentlich müssen wir hier noch irgendwie eine Brücke rüberbauen. Was ich aber eigentlich auch ganz cool finde. Das heißt, hier müssen noch mal ein paar Bäume weg. Ich hoffe nur, dass das später dann nicht von unten so doof aussieht. Ja, wir dürfen nicht zu viel Wald hier wegmachen. Sonst sieht das gerade hier an der Stelle wahrscheinlich kahl aus. Beim Wasserfall. Müssen wir gleich mal schauen von unten. So, Bäumchen alle weg. Perfekt. Und ja, genau hier. Jetzt seht ihr das. Das ist ein bisschen zu kalt. Das heißt, wir dürfen nicht zu nah da dann rangehen. Zumindest, dass wir hier noch ein paar Bäume zwischenplatzieren können. Dass es von unten nicht so doof aussieht. Aber jetzt müssen wir erstmal erhöhen. Welche Höhe ich da möchte, weiß ich auch noch nicht. Ich will da nicht zu niedrig gehen. Aber auch nicht zu hoch. Ein bisschen tiefer gehe ich, glaube ich, noch. So. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und daraus machen wir dann gleich einen Weg. Vielleicht kann ich hier auch nochmal ein Gebäude hin platzieren. Auf diese Höhe. Ich glaube, das wäre too much. Weil ich meine, wir haben jetzt schon vier Gebäude, mit denen man auf das Gehege blicken kann. Das ist ja mal mehr als ausreichend. Ach, draußen ist auch schon wieder richtig schlechtes Wetter. Ganz, ganz schlimm der April dieses Jahr. Aber man sagt ja auch, der April macht, was er will. Hagel, Schnee, warm, kalt, hin und her. Ist bei euch wahrscheinlich genauso schlimm, ne? Ich hoffe, ihr hört den Regen jetzt nicht, weil das ist schon wieder so Schneeregen. Aber relativ laut. Aber meistens hört man es dann gar nicht. Im Mikrofon zum Glück. Sieht doch ganz gut aus. Müssen wir dann natürlich auch noch
natürlicher gestalten. Natürlich, natürlich. Auch sehr schön. Die Wasserform gefällt mir auch noch. Das ist nicht schlecht. Hier dieses kleine Wasserstück möchte ich auch beibehalten. Oh, hier endet schon das Wasser. Das ist halt immer das Schwierige. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht viel wegmachen. Ein bisschen noch. Okay, hier endet's. Das sind dann also die Feinarbeiten. Aber ist doch schon mal nicht schlecht. Der Weg muss dann hier hinten eigentlich auch noch hoch. Dass wir den vielleicht hier verbinden mit der vorne. Und dann geht's hier hoch zu dem Turm. Und dann hier hinten auch noch mal rum. Ich glaube, ich werde das jetzt erstmal hier gerade durchführen. Hier so entlang. Der Schiene. Und dann kann das eigentlich hier direkt straight durchgehen, würde ich fast sagen. Was wir so machen. Ich glaube, ich werde den Weg auch noch interessanter gestalten. Gleich mit einer zweiten Wegfarbe oder sowas. Wäre bestimmt ganz cool. Und hier nach oben. Hier brauchen wir dann wieder eine Abzweigung, definitiv. Machen wir das denn am schönsten? Müssen wir mal kurz ausprobieren. Man sieht das jetzt leider immer noch sehr, sehr schlecht, wenn das so uneben ist. Also das gefällt mir hier noch nicht so ganz so gut, aber das überarbeiten wir gleich. Das ist jetzt, wie gesagt, auch erstmal nur die grobe Planung. Das kann man erst sehen, wenn man das Terrain dann richtig angepasst hat und geglättet hat. Genau, und hier müssen wir es eigentlich genauso machen, dass wir hier irgendwie noch einen Weg abgehen lassen. Der dann nach da hinten geht. So. Und dann müsste hier auch nochmal was abgehen. Der dann nach hier oben führt. Oh, das wird echt interessant. Und hier die Schienen, die werde ich, denke ich mal, auch noch hier nach rechts führen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oder lasse ich die hier weitergehen? Aber da bin ich mir noch gar nicht sicher. Das werde ich wahrscheinlich dann in der nächsten Folge machen. Kommt halt so ein bisschen drauf an, was ich hier hinbaue. Wir fangen mal hier oben an. Nochmal an der Stelle, wo wir gerade alles kaputt gemacht haben. Mal bin ich vorsichtiger. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber wenn man das Tool klein genug einstellt, geht das eigentlich. Und jetzt müssen wir einmal vernünftig das Ganze nach unten führen. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil man da immer erstmal mehr anpassen muss, damit das schön gerade und glatt ist. Das hier ist die Zielhöhe. Sagen wir mal bis hier. Und da muss es dann schön runtergehen. Darf halt nicht zu steil sein. Ja, ich werde dann nachher auch viel rausschneiden von. Weil diese ganze Planung hier ist natürlich viel Terraforming. Und es kann auch sein, dass dann die Folge ein bisschen kürzer wird. Weil das ist ja jetzt nicht so interessant. Ihr seht ja, das ist alles sehr viel Primelarbeit und Ausprobieren. Aber ich finde, es lohnt sich immer. Also das Endergebnis ist immer schön, wenn man sich dabei Zeit nimmt und das Ganze ordentlich macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass noch so Geländer ganz cool aussehen könnten. An diesen Stellen. Gerade da, wo es dann so ein bisschen steil da noch runter geht. Aber so ist doch schon mal gar nicht schlecht von der Steilheit her. Ich finde nur das hier noch nicht so schön. Das müssen wir gleich noch nicer machen. Und ich glaube, ich werde auch hier noch eine zweite Farbe benutzen. Hier so eine kleine Wegfläche oben machen. Oder sowas.
Mittlerweile gibt es ja auch sogar einige Deko-Sachen, die ich noch installieren könnte und benutzen könnte. Unter anderem auch die Bänke, die ich damals erstellt habe. Würden hier wahrscheinlich auch ganz gut reinpassen. Aber ich will auch nicht zu sehr übertreiben. Weil der Park wird schon riesig und ist schon echt viel Arbeit. Und man muss auch irgendwann mal zum Ende kommen, ne? Wenn man jetzt hier ewig weiterbaut. Ich denke mal, das wird auch von der Performance irgendwann doof werden. Aber ich habe zumindest das so ein bisschen in Erinnerung, dass es bei meinem Fully Modded Park am Ende auch so ein bisschen Performance-Probleme gab. Wahrscheinlich dadurch, dass ich so viele Bänke und Einzelteile platziert hatte. Ich könnte sogar mal versuchen, mit dem noch schmaleren Weg zu arbeiten. Hier mit diesem. Gucken, ob das klappt. So. Dann wäre nämlich nur so ein ganz kleines Stück. Oh, das funktioniert dann gar nicht hier vernünftig. Aber sieht gar nicht mal so uninteressant aus hier. Wenn wir das jetzt hier mit der anderen Wegfarbe gut kombiniert kriegen. Das ist ja cool. Okay, das sieht nice aus. Das gefällt mir. Müssen wir jetzt gleich nur bei den anderen Dingern dann auch wiederholt kriegen. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann können wir hier nochmal ein Geländer hinmachen. Zumindest auf dieser Seite. Ich würde es noch cool finden, wenn es noch so kleinere Geländer geben würde für das Spiel. Ich hoffe, da kommt nochmal eine Mod raus mit neuen Zäunen oder sowas. Weil diese hier sind ja selbst für die Menschen noch mega groß. Auch wenn das schon die kleinsten sind. Oh, sieht auch ein bisschen verbuggt hier aus, aber das macht nichts. Das entsteht, glaube ich, manchmal bei den Höhenunterschieden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie weit ich da gehe. Ich denke mal nur bis hier vorne zur Kurve oder so. So. Ein kleines Stück weiter, vielleicht bis hier. Wenn es hier vernünftig klappt. So ist besser. Ja, das gefällt mir besser. Weil dann haben wir noch ein bisschen mehr Abstand. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Müssen wir hier wieder weiter glätten. Und auch eine Menge noch anpinseln. Gerade was so Klippen und so angeht. Damit schön natürlich aussieht. Auch steil aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch Felsen einbauen möchte. Gibt es ja auch noch, aber die würden mir das hier halt auch wieder so ein bisschen zerstören. Das ganze Terrain. Sieht schon gar nicht so schlecht hier aus. Von der Glättung her. Vielleicht noch ein bisschen so machen. Dass es nicht ganz so schräg ist. Zu steil ist es nicht. Es war nur so ein bisschen nach links gedreht. Ich glaube, jetzt haben wir das schon ganz gut korrigiert. So ein bisschen das Ganze erweitern. Zumindest an der einen oder anderen Stelle. So in der Mitte. Da können wir den Weg dann auch nochmal ein bisschen verbreitern. Da, wo die Gäste dann auch schauen können. Einfach nochmal so einen Streifen hin. So bis hier vorne. Dann kennt ihr das Problem ja schon mit dem Weg. Da muss man dann einmal so ein Zwischenstück nochmal setzen. Und dann geht der Weg hier auch nicht kaputt. Machen wir auf der Seite genauso. Mal hier entfernen. Und dann schauen wir mal von oben. Aber das ist ja ganz ordentlich. Ich glaube, wir können noch ein Stück weiter nach rechts gehen mit dem, mit der Wegfläche. Damit das ein bisschen gleichmäßiger ist.
Vielleicht so bis hier. Ja gut, das ist super. Dann haben wir hier auch nochmal zwei Wegfarben drin. Und so. Ja, das sieht doch schon gut aus. Sehr schön. Jetzt geht's hier oben weiter. Ich denke mal, hier werde ich es relativ identisch machen. Wobei, wir müssen nochmal kurz speichern. Denn hier ist noch der fiese Rand, der uns alles zerstören möchte. Aber das haben wir ganz gut gelöst. Ist natürlich hier ein bisschen doof. Ich weiß halt nicht, wie ich das sonst... Oh nein. Ja, jetzt habt ihr es nochmal gesehen. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so. Dann müssen wir halt den Weg dementsprechend anpassen. Wenn wir nur bis hier vorne gehen, dann sollte das ja völlig ausreichen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das am besten machen. Vielleicht können wir hier mal so schräg das Ganze machen, so ein bisschen abrunden. So in der Art. Dann hier auch nochmal so ein kleines Stück reingehen lassen, den Weg. So. Erstmal so ein Stück machen. Und jetzt diese Rundung. Genau, dann funktioniert das nämlich. Habe ich von auch rausgefunden. Und jetzt einmal hier dann vernünftig den Weg zurückführen. Sieht ja schon ganz gut aus. Ich glaube, ich werde hier nur so ein Stück hochgehen. So, bis hier ungefähr. Und dann den Weg gerade machen. Auf dieser Höhe. Das finde ich, glaube ich, cool. Bis hier. Und hier dann natürlich auch wieder runterarbeiten. Das hier ist eine sehr große Steigung. Da muss man dann ordentlich überglätten. Da werde ich dann hier vermutlich schon runtergehen. Schön ist dann, wir können sogar hier vorne das noch ein bisschen angehoben lassen. Ist der Weg sogar noch versteckt von dieser Seite aus. Finde ich ganz cool. Hier oben können wir auch schon mal beigehen. Da werde ich auch wieder nur so eine kleine Wegfläche machen, denke ich. Dann hier den Weg abgehen lassen. Und dann ab nach unten in einer schönen Kurve. Ich glaube, die ist mir schon zu steil. Müssen wir so ein bisschen... So, in der Art. Ja, das finde ich nicht schlecht. Und jetzt können wir das Ganze einmal ordentlich überglätten. Es kann dann ruhig auch mal ein bisschen eckig und kantig sein. Also man muss nicht immer alles überglätten. Man kann da auch mal absichtlich so ein paar Kanten mit reinmachen. Das sieht ganz schön aus. Nicht immer alles so abgeglättet ist, so extrem. Und schön anpinseln. Gerade auch hier der Bereich muss schön angepinselt sein. Aber da gehen wir eh gleich nochmal bei. Und hier ist auch noch eine Katastrophe. Da muss ich auch nochmal hin. Oh, hier geht es sogar nochmal hoch. Ich muss halt aufpassen, dass ich die Schienen nicht von der Höhe verstelle, weil die habe ich ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge schon gut angepasst. Da habe ich mir auch sehr viel Zeit genommen, dass das dann gerade ist, die Strecke. Deswegen will ich das ungerne nochmal abändern. Hier auch schön an den Rand gehen. Da müssen wir auch gleich noch so ein bisschen Variation da reinbringen, sag ich mal. Ich glaube, das können wir auch ganz gut mit Felsen machen, wenn wir das auf die richtige Höhe platzieren. Also wenn wir hier dann die Felsen nehmen. Zum Beispiel den hier, der ist ja relativ hoch. Ja. Je nachdem, wie hoch der ist. Wenn wir das hier noch ein bisschen
absenken oder erhöhen unter Wasser. Ist halt schwer einzuschätzen, das muss man viel ausprobieren. Das war jetzt zu hoch. Ja, ein bisschen ab. So. Kann man nämlich so ein bisschen rausgucken lassen. Und dann sieht das, glaube ich, ganz cool aus. Oha. Okay, das müssen wir auf jeden Fall machen, bevor wir das Ganze hier anpassen. Das wäre nämlich ganz schön dämlich, wenn ich mir dann hier alles zerschieße. Oh, hier kann ich schon gar nicht mehr richtig rangehen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die elegantere Lösung wirklich ist, das selber einzuzeichnen. Also solche kleinen Felsen, die rausschauen. Ich möchte es mal eben zeigen, was ich damit meine. Das habt ihr auch schon tausendmal gesehen bei mir. Also einfach, dass man das so macht. Hier nochmal so ein kleines Stück rausgucken lässt. Sagen wir mal hier das wegmachen. Natürlich jetzt hier nicht so ideal geworden, also nicht so schön geworden. Aber funktioniert genauso. Also dann hat man hier auch so einen kleinen Felsen. Und der zerstört halt nicht das ganze Terrain. Und ich glaube, so muss ich jetzt auch relativ viel hier durchziehen. Wir machen jetzt erstmal das Grün weg. Und dann machen wir das mal weiter. Dass wir hier auf jeden Fall noch mehr einzeichnen. Von diesen Unterschieden. Gerne auch mal so ein Stück. Das dann hier so ein bisschen reinragt, würde ich ganz cool finden. So. Dann hier nochmal so einen Ticken rausmachen. Oh, falsches Tool. Natürlich dann auch wieder anpinseln. Das sieht doch schon ganz gut aus. Immer schön ungleichmäßig machen, das ist ganz wichtig. Und können wir auch noch mal ein bisschen pinseln. Ruhig hier so ein bisschen mal reingehen, das ganze Stück. Wahrscheinlich auch relativ interessant. Vielleicht hier nicht so extrem, dann passt das Tier da nicht mehr durch. Aber so finde ich schon gar nicht so schlecht. Jetzt machen wir hier nochmal ein kleines Landstück, was da rausguckt. Hier können wir sogar noch ein bisschen mehr abrunden. Würde ich fast sagen. Ein bisschen schmaler wird. Und auch ein bisschen flacher. Aber ist schon ganz cool. Sehr schön. Vielleicht können wir hier auch nochmal so ein Stück machen, was reinragt. Ein bisschen mehr. Damit das Gehege eine schönere und interessantere Form kriegt. Das sieht doch jetzt schon sehr, sehr interessant und gut aus. So gefällt mir das. Schön felsig geworden. Und jetzt würde ich sagen, können wir hier schon gestalten so ein bisschen mehr. Bis hier vorne zur Ecke. So, und dann hier die Kurve nehmen. Das kriegen wir gut hin. Oh, das klappt perfekt. Und jetzt einmal hier leicht abgerundet auch entlang. Oh, der eine Felsen, da macht uns Probleme. Ah, der muss weg.
Dann machen wir das gleich auch nochmal manuell mit dem Einzeichnen. Ihr habt ja gesehen, dass der Unterschied ist nicht wirklich vorhanden. Vom optischen her. Aber man hat halt den Vorteil, dass man nicht diese Hitboxen hat und dann nichts im Weg ist. Oder halt das Land abgesenkt wird. Und dann hier nochmal das Ganze entlang. Und dann ist das eigentlich genug abgezäunt. Ja, das passt soweit. Dann können wir hier jetzt nochmal mit dem Einzeichnen-Tool das selber machen. Das, was wir gerade entfernt hatten. Wenn man das nochmal ein bisschen rausguckt. Zwei Elasmosauren habe ich mir vorgestellt. Vielleicht auch drei. Müssen wir gleich mal gucken, wie das vom Größenverhältnis ist. Die Mod habe ich ja mir mit euch schon mal gemeinsam angeschaut. Und das ist ja das zweite Wasser-Urzeitlebewesen, was in das Spiel gekommen ist. Und deshalb müssen die natürlich hier auch in unserem Park verewigt werden. Ist noch nicht ganz perfekt hier, gerade mit den Flossen und sowas. Aber sobald das unter Wasser ist, sieht das schon sehr nice aus. Ich finde den richtig cool. Vor allem auch die Farbe von dem hier. Das ist jetzt, glaube ich, das Alpinmuster. Aber ich lasse, wie gesagt, auch noch einen zweiten frei. Jetzt nur mal ein bisschen anders von der Farbe, aber nur minimal. Ich will schon mal rausgehen. Und die beiden bringe ich dann gleich rüber ins Gehege und dann schauen wir mal, ob wir noch einen dritten dazu packen oder nicht. Ihr könnt aber schon mal gerne wieder tolle Namensvorschläge für diese zwei in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und da schwimmen sie schon. Glücklich und zufrieden. Man sieht nur die Hälse. Die Mod hat sich übrigens noch seit dem letzten Mal, als wir die angeguckt haben, leicht verändert, denn mittlerweile ist das Ganze eine neue Spezies und überschreibt keinen der vorhandenen Dinosaurier mehr. Außerdem ist der kein, also der ist ja eigentlich für einen Sauropoden ins Spiel gekommen, aber der braucht nicht mehr diesen großen Futterspender. Das wurde auch geändert, richtig cool, weil normalerweise müssten wir den jetzt hier verstecken. Aber der frisst mittlerweile Fleisch oder Fisch, was ziemlich nice ist, weil wir haben ja, das kann ich euch auch nochmal schnell zeigen, das ist ja schon ein bisschen her, wir haben ja hier auch so eine Invisible Fischfeeder Mod, dass dann die Fische da so rumschwimmen. Ich glaube, das können wir da hinten gar nicht richtig anwenden. Aber das ist natürlich besser, als wenn wir dann so einen großen, ja, Grasbusch-Futterspender hier verstecken müssten. Da können wir lieber Fische verstecken. Aber erstmal möchte ich jetzt schauen. Also von der Größe her würde ich fast sagen, dass wir gleich noch einen dritten rüberholen. Dann haben wir drei Elasmos. Und dann könnt ihr auch
3 tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise 3 von euch werden dann verewigt. Besten schreibt ihr nur einen rein. Weil ich möchte da natürlich verschiedene Personen verewigen. Ich weiß gar nicht, wie hoch man den schwimmen lässt am besten. So finde ich schon gar nicht so verkehrt. Dann sieht man nämlich leicht noch die Flossen. Wenn nur der Hals rausguckt, ist ein bisschen langweilig. Also ich glaube, so als Grundhöhe ist das schon ganz cool. Aber ich möchte dann natürlich auch variieren. Dass er vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr auftaucht an der einen oder anderen Stelle. Hier zum Beispiel nochmal einen Ticken höher gehen. Das ist natürlich unter Wasser immer ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir, denke ich, mal hin. Da muss man dann auch mal vorsichtig sein, dass man sich sein Terrain, was man schon gemacht hat, nicht gerade kaputt macht. Das ist immer schön vorsichtig am Rand entlang. Und ich weiß jetzt nicht, kann ich hier einfach Wasser machen? Oh ja, das sieht gut aus. Das heißt, hier könnte der dann sogar trinken. Man sieht sogar ganz leicht, wenn man genau hinguckt, die Fischumrisse. Finde ich ganz cool. Oh, guck mal, wenn er trinkt, dann taucht er sogar so unter. Dann sieht man nur den Körper. Das finde ich eigentlich auch okay. Also ich glaube, so sind wir schon ganz gut dabei, wenn wir das auf der Höhe machen. Ich mache jetzt hier noch die letzten Zäune unsichtbar. Und dann schauen wir uns das mal hier aus dieser Sicht an. Ha, ist doch wundervoll. Die Höhe gefällt mir auch sehr gut, dass man so ein bisschen den Körper noch sieht. Und ich habe jetzt auch noch den dritten freigelassen, der wird jetzt gleich geliefert. Das sieht doch schön aus. Und man sollte eigentlich von allen Türmen aus gute Sicht haben. Ja, das ist wirklich wundervoll. Von da oben hoffentlich auch noch. Ja, sogar von richtig weit weg. Das sieht ja richtig cool aus. Nice. Gefällt mir. Da kommt jetzt übrigens der dritte Elasmo geliefert. Die sehen übrigens total komisch aus, wenn die geflogen werden. Wie so ein zitternder Aal wackelt der Hals. Ganz, ganz seltsam. Aber das macht ja nichts. Ist ja nur, wenn die geflogen werden. Ich finde es auch irgendwie ziemlich witzig, muss ich sagen. So, da landet er und damit ist unser Gehege für heute fertig. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch eine Menge Spaß gemacht und gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.